Hallo Leute, willkommen beim LS22 Survival im Niemandsland. Werde ich es schaffen, im menschenleeren Grenzgebiet einen erfolgreichen Hof aufzubauen? Dies ist Teil 76. So, und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal die Hühner füttern. Denn ihr habt mir geschrieben, dass die kein Futter mehr haben. Das ist ja schlimm, wo das Futter doch extra bereit liegt für sie. Da liegt es. Jetzt gucken wir mal. Ah, ich habe sie doch gefüttert. Sehr gut. Dann habe ich sie offenbar, habe ich es von selbst gemerkt anscheinend, weil ich hatte ein paar Folgen vorgedreht und es war zu einer etwas älteren Folge, wo ihr mir das geschrieben habt und ich hatte doch glatt vergessen, dass ich sie schon gefüttert habe. Naja, dann ist die Welt ja in Ordnung und die Hühner sind zufrieden und müssen sich nicht von Würmern allein ernähren. Gut, dann können wir das nächste machen und zwar will ich Heu machen. Da gucke ich auch mal. Das will ich wahrscheinlich für die vermehrten Kühe machen. So. Ja. Oh. Die haben auch alles aufgefressen. Und zwar beide. Das ist aber schlimm. Also gut, nichts wie los. Machen wir es nach dem bewährten Verfahren. Jetzt gucke ich mal. Erstmal hier. Ja, das wächst ganz brav. Also, was ich gucke, ist, ob ich hier irgendjemand Arbeit geben muss. Aber es sieht nicht so aus. Also mache ich einfach mal ganz gemütlich Heu. Und kann das dann auch mit dem neuen Traktor machen. Wo steht er denn? Huhu. Neues Prachtstück. Den habe ich bestimmt irgendwo rumstehen. Da. Aha. Wie man sieht, bin ich schon mitten dabei. So. So. Also können wir jetzt hier fröhlich loslegen. Na, für Februar ist das hier alles ganz schön grün. Aber gut, wir leben ja hier auch relativ im Süden. Also zwischen Frankreich und Spanien, da ist es natürlich nicht ganz so warm, weil da die Pyrenäen sind. Aber das ist hier ja ein geheimnisvolle Hochebene oder eine Tiefebene eigentlich, weil eine Hochebene wäre im Februar nicht so grün und saftig. Also muss es irgendwie ein geheimnisvolles, breites Tal sein, das kaum jemand kennt und das man auch auf Google Earth nicht finden kann. Ich glaube fast, wenn ich da unten angekommen bin, sollte ich erstmal mit einem anderen Trecker und dem Ladewagen kommen und schon mal ein bisschen was einsammeln, damit die Kühe überhaupt was zu fressen haben. So. Na, nehmen wir den. Und nehmen wir den kleinen Ladewagen. Weil mit dem großen Ladewagen ist der kleine Trecker ja überfordert. So.
Ja, da ist was produziert worden. Fein, fein. Sieht aus wie Nudeln. Können wir dann gleich mal auf unserem Marktstand anbieten. So. Also ich werde das jetzt hier nicht ganz voll sammeln, sondern nur, ja, so ein bisschen halt, damit ich den Tieren was zu fressen geben kann. Vielleicht so 4000 Liter oder sowas. So. Ja, hier ist wohl diese Grenze zu dem Weg. Ja, sieht man. Wenn man hier von oben guckt, dann sieht man, dass es links ist es grün im Untergrund und rechts ist es so ein bisschen bräunlich. Das sieht man da noch deutlicher, wo ich schon abgesammelt habe. Und wir haben jetzt zwar schon über 5000 Liter, aber ich denke mir, ich kann ja noch bis da oben hin sammeln. Es ist zwar langsamer als ausgeschaltet, aber es macht auch nicht viel Sinn, hier entlang zu fahren, ohne zu sammeln. So. Oh, hier will auch mal wieder dringendst repariert werden. Aber ich glaube, den Steier, den werde ich möglicherweise gar nicht mehr reparieren. Das kostet ja immer ein Vermögen. Und den behalte ich vielleicht einfach als alten Gelegenheitstraktor. So, jetzt haben wir fast 8000, das ist doch gut. So, jawohl. Ja, bisschen mehr, ach nee, lieber nicht, sonst ist es am Schluss alle und ich habe nichts für die anderen. So, weil das dauert ja immer ein bisschen, bis es reagiert. Auf den Tastendruck. Ich meine, hier an den Laubbäumen sieht man, dass offensichtlich Winter ist. So. Aber ich denke mal, den Ladewagen werde ich schon mal reparieren. Vielleicht mache ich das jetzt auch gleich mal. Dann wird weiter Heu gemacht. So. Und Nudeln verkauft. So. Okay. Naja, der ist so halb kaputt. Lackzustand ist natürlich ganz schlecht, aber da denke ich gar nicht dran zu lackieren. 1600 ist jetzt auch nicht billig, aber das ist okay, denke ich. Und der hier,
Der würde wieder 7000 kosten zu reparieren. Das macht für den keinen Sinn mehr. So. Jetzt wird weiter Heu gemacht. Jawohl. So. Ja, was für ein schicker Trecker. So einen schwarzen Fendt habe ich in echt bisher noch nicht gesehen. Aber die grünen Fendts, die sehe ich schon öfter mal. Es ist irgendwie lustig, wenn ich unterwegs bin und sehe Trecker, mache ich irgendwie meistens unbewusst Traktorraten. Also es ist kein offizielles Spiel, das ich da mit mir spiele. Als Kind macht man sowas ja bei längeren Autofahrten irgendwie Kennzeichenraten oder so. Und, ja, und ich mache, ohne es mit mir abzusprechen, immer Traktorraten. Und die sausen dann ja auch so schnell an einem vorbei. Und wenn man selber fährt, kann man ihnen ja auch nicht hinterher gucken. Und dann muss ich halt schnell erkennen, was sind die wesentlichen Kennzeichen dieses Traktors, den ich gerade gesehen habe. Und ja, Fendt kann man irgendwie immer sehr gut erkennen. Und John Deere aber auch. Das sind eigentlich so die beiden, die ich am besten erkennen kann. Und ab und zu mal, ganz selten, sehe ich auch einen Valtra, einen weißen Valtra. Und dann gibt's jede Menge alle möglichen Traktoren. Klar sieht man auch manchmal, die sind natürlich auch sehr einfach zu erkennen. Allein schon an der Farbe. Naja gut, beim Fendt und John Deere ist es auch teilweise die Farbe. Aber Klaas ist irgendwie noch prägnanter mit diesem Gelbgrün. Und ein Bauer hat hier sogar einen Renault-Traktor. Okay, wir sind hier in Frankreich, da liegt das nahe. Aber ich wusste gar nicht, dass Renault auch Traktoren hergestellt hat. Oder es auch noch tut. Na, das wäre doch auch mal eine neue Marke für den LS. Da würden viele deutsche Spieler bestimmt ausflippen. Und die amerikanischen auch, wenn sie sagen, was wollen wir denn mit Renault-Traktoren? Die benutzt doch niemand. Und die Franzosen würden sagen, ja endlich, endlich sind auch Renault-Traktoren im Spiel. Was für Traktoren sind denn bei euch am häufigsten auf der Straße zu sehen? Und macht ihr auch Traktorraten, wenn ihr unterwegs seid? Insgesamt hat sich, glaube ich, mein Blick auf die Landwirtschaft ziemlich verändert, seit ich den LS spiele. Also schon seit dem LS17. Und ich habe mich zwar vorher auch interessiert dafür, was wird wo angebaut und sowas. Also ich hatte da schon einen Blick für, aber mehr so die Pflanzen halt von der Landwirtschaft.
was wächst auf den Feldern, weil ich mich ja für Heilkräuter und so auch sehr interessiere. Und was wächst am Wegrand der Felder? Das hat mich auch schon lange interessiert. Eben die Heilpflanzen. Aber was für landwirtschaftliche Geräte auf den Feldern sind, hat mich eigentlich nicht die Bohne interessiert. Ich fand zwar Trecker irgendwie cool, aber interessiert hat mich das überhaupt nicht. Ja, und durch den LS ist das Interesse immer größer geworden. Also an den landwirtschaftlichen Geräten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das für viele schon anders ist, weil, ja, ich glaube, vor allem viele Jungs und Männer interessieren sich ja seit ihrer Kindheit für große Fahrzeuge, Bagger, Traktoren und was es so alles gibt. Das vermute ich, weil ich Söhne hatte und einen Enkelsohn. Und ja, die waren eigentlich alle sehr begeistert von Baggern und Traktoren, Feuerwehrautos vor allem auch und solche Sachen halt. Und dann ist natürlich schon der Schwerpunkt gesetzt, wofür man sich beim LS interessiert. Und die beiden Enkeltöchter, die finden zwar Bagger interessant oder fanden es so im Kleinkindalter. Meine älteste Enkeltochter ist ja jetzt schon 11. Aber so, sagen wir mal, mit 2 und 3 waren die auch an Baustellen in der Stadt interessiert und haben sich über Bagger gefreut und über Krankenwagen und Feuerwehrautos und so. Aber weniger so über diesen Maschinenaspekt dabei. Und dabei werden die jetzt nicht so, ja, so strikt erzogen von wegen Mädchen dürfen nur mit Puppen und Jungs nur mit Autos spielen, ganz und gar nicht. Irgendwie ergibt sich das einfach so. Eine gemütliche Heumachrunde. Das frage ich mich auch manchmal, wie das wohl für echte Landwirte ist, wenn die so teilweise tagelang im Trecker sitzen und auf und ab fahren oder zumindest stundenlang auf ihrem Feld hin und her fahren. Beim Pflügen fällt mir das oft besonders auf. Wir haben hier ja ziemlich große Felder, also so 20 Hektar Felder sind hier normal.
Und wenn gepflügt wird, die haben einen ganz normalen Traktor und so einen 3-Meter-Pflug oder 2-Meter-Pflug. Und das dauert oft Tage. Da schleicht dann der Traktor auf dem Feld auf und ab. Ja, und dann kann ich mir das angucken und denke, meine Güte, das wird ja noch ewig dauern, bis der fertig ist. Und manchmal sehe ich sie dann tatsächlich am nächsten Tag wieder auf dem gleichen Feld. Aber natürlich an einer anderen Stelle. Ja, hört man dann Radio? Oder guckt YouTube-Videos? Früher haben sie bestimmt CB-Funk gehabt, aber das ist ja ganz schön aus der Mode gekommen. Ja, oder vielleicht sitzen sie da einfach drin und meditieren. Einige von euch sind ja auch echte Landwirte. Was macht denn ihr, wenn ihr stundenlang im Traktor sitzt? Also ich lese immer, wenn ich irgendwas stundenlang machen muss. Aber beim Traktorfahren könnte man ja nicht lesen, weil man muss ja gucken. Wahrscheinlich würde ich Radio hören. Ja, und wenn ich im LS lange im Traktor sitze, dann erzähle ich euch einen vom Pferd und quatsch sozusagen mit euch. So, ich denke, ich werde hier jetzt mal weitermachen und nicht aufnehmen bei dem Rest. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit dem Schwader anfange. So, das wäre jetzt geschafft. Ja, das gibt bestimmt ganz ordentlich Heu. Das reicht dann auch eine Weile. Und ich denke mal, das werde ich dann auch mit dem anderen Ladewagen einsammeln. Und hier mit dem Traktor. So. Ausgeschaltet wird. So ist gut.
Mähwerk einklappen, um's abzulegen? Das ist doch Unfug. Tatsache. Tja, jetzt geht's. Na gut. Das andere Mähwerk musste ich nicht einklappen. So, dann wird jetzt erstmal schnell geschwadert. Wo haben wir den? Ah, wahrscheinlich da hinten bei der Durchfahrhalle. Jawohl. Ja, und ein ordentlicher Anhänger fehlt uns offenbar auch noch. Naja, bei der nächsten größeren Ernte. Ich meine, jetzt sind wir ja recht gut auch mit dem kleinen Anhänger durchgekommen, weil wir mussten es ja nicht groß transportieren. Ich habe ganz vergessen, was wir als nächstes angebaut haben auf dem anderen Feld. Aber wahrscheinlich werden wir das auch nicht weit transportieren, sondern einfach zu unserer Produktion bringen. Hupsala. So. Dann werfen wir das mal an. Und ich dachte, hier beim Schwadern macht es Sinn, auf und ab zu fahren. Also anstelle von im Kreis. Da ist dann zwar auch das Wenden immer blöd, aber ums Eck fahren ist auch blöd mit dem Schwader. So. Ja, und wenn wir das Heu hier runtergeholt haben, dann machen wir hier ja ein Feld draus. Da bleiben wir bestimmt hängen. Ja. Das war zu befürchten. Ja, so ist natürlich auch eine Möglichkeit zu wenden. Das ist die unelegante Variante.
Ja, vielleicht werde ich mir hier demnächst auch die Farmbedarfsproduktion hinstellen, die nicht nur als Fermentersilo arbeitet, sondern auch als Heutrockner und auch alles mögliche andere macht. Und ja, dann muss ich hier nicht mehr mit Wender und Schwader und Ladewagen rumfahren, sondern wird das in einem Aufwasch gemacht. Also genießen wir hier jetzt nochmal die Heuernte. Es ist womöglich die letzte. Ja, und bis ihr das Video seht, ist das die Farmbedarfsproduktion vielleicht auch schon im Modhub erschienen. Die hat die erste Testrunde schon hinter sich und wartet jetzt wieder. Ich sehe auch bei der anderen Produktion steht auch was rum zum Verkaufen. So. Nicht ausschalten. Weiterfahren. Ja, das lohnt sich richtig. Das ist ein größeres Feldstück, als ich so dachte. Also gefühlt war das ja nur so, ja, der kleine Zipfel, der noch bei dem anderen Feld dazukommt. Und wenn man aber doch geraume Minuten mit dem Schwaden beschäftigt ist, das deutet darauf hin, dass das durchaus eine gewisse Größe hat. Denn Schwaden geht ja normalerweise schnell. So, hier habe ich irgendwie einen gewissen Knick in der Wegführung drin. Aber ich denke mal, das macht nicht viel aus.
Und bei uns hatten sie jetzt die erste Getreideernte. Ich glaube, das war Gerste. Letztes Jahr hatten sie auf dem Feld Dinkel, aber dies Jahr, das sah anders aus. Auf jeden Fall hatte es super lange Grannen und ja, war aber nicht so gräulich wie Roggen. Hier wird bei uns auch gar kein Roggen angebaut. Ich glaube, hier ist zu warm für Roggen. Naja, also ich vermute, dass es Gerste war. Und die haben das Stroh einfach auf dem Feld liegen lassen. Das wird dann wahrscheinlich einfach untergegrubbert. Da spart man, glaube ich, auch ein bisschen Dünger. Aber wir haben hier offenbar keine größeren Tierhaltungsbetriebe in der Gegend. Auf jeden Fall wird hier kein Stroh gemacht. Und Heu wird schon manchmal gemacht. Also riesengroße Heuballen. So runde. Auf so Obstbaumwiesen und so. Obwohl manchmal habe ich auch schon große Strohballen gesehen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber auf diesem Gerstenfeld liegt das Stroh einfach rum. Tja, das ist doch tatsächlich noch mehr als eine Breite. Nun gut. Der Schwader ist halt auch nicht sehr groß. So. Wunderbar. Dann fahren wir da noch bei der Produktion vorbei. Und bringen die Sachen hier noch geschwind zu unserem Marktstand. So. Bringt schon auch immer ein bisschen Geld. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge, sammeln wir das Heu ein und füttern die Kühe bis zum Anschlag. Und dann holen wir den großen Grubber ab beim Shop und erweitern das Feld. Und danach wird dann die neue große Sämaschine gekauft, glaube ich. Weil die habe ich, glaube ich, noch nicht gekauft. Mal gucken. Aber den großen Grubber habe ich, glaube ich, schon gekauft.
Soweit ich mich erinnere. Na, auf jeden Fall steht da irgendwas Orangenes. Ja, der Smaragd. Gut, alles klar. Ja. Ja, und mit der neuen großen Seemaschine sparen wir uns dann sehr viel Arbeit. Weil das ist dann die Direktseemaschine. Doppelt so breit wie bisher und Direktsaat und düngt auch noch wunderbar. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.